Hallo zusammen, ich wollte euch so ein bisschen was zu den Zugschrauben von uns erzählen, da leider in Handwerkskreisen die abenteuerlichsten Geschichten kursieren. Einfach mal ganz kurz sagen, was oder für was welche Schraube letztendlich eingesetzt werden kann. Ich habe hier in der Hand schon die kleinste Schraube, die wir da haben, die ist gelb markiert. Die Schraube wird eigentlich zum Vorbohren benutzt. Das heißt, die wird in den Schließzylinder reingedreht und wieder rausgeschraubt, um letztendlich die nächstgrößere Schraube hinterher schrauben zu können. Die Schrauben sind alle so abgestimmt, dass es so nur möglich ist. Alles andere wäre eigentlich unsinnig. Also einen Sprung mit einer Schraube zu machen, über zwei Farben hinweg oder zwei Größen weg, ist nicht möglich. Also immer eine Größe nach der anderen einschrauben, bis man letztendlich die Schraube erreicht hat, mit der man letztendlich ziehen möchte. Also hier nochmal die gelbe, ist nur zum Vorbohren gedacht. Einschrauben, ausschrauben, kann so oft benutzt werden, wie die Schraubenschneide letztendlich scharf ist. Das heißt also, solange keine Zugkräfte drauf kommen, sind die wiederverwendbar. Da kommen wir direkt zur nächsten Größe, das ist die grün markierte Schraube. Die wird immer dann eingesetzt, wenn ich den Schließzylinder in zwei Hälften reißen möchte. Also dieses klassische Ziehen, was man ja eigentlich nicht mehr macht, aber sie wird halt teilweise noch eingesetzt bei älteren Türen, dass man sagen kann, hier kann ich problemlos den Schließzylinder auseinanderreißen. Bei einer Mehrfachverriegelung wäre es natürlich fatal, weil dann könnte die Mehrfachverriegelung zerstört werden. Das wäre die nächstgrößere Schraube. Die wird dann eingesetzt, wenn man ziehen möchte, kann dann direkt hinterher geschraubt werden, hinter die gelbe. Bitte nicht versuchen, die Schraube ohne Vorbohren in den Schließkanal zu drehen. Die Schraube kann eine Torsion bekommen und reißt euch dann weg. Das heißt also da auch Einschraubtiefe hier in dem Moment 27 mm. Wenn man es vorne mal ganz kurz abmisst, wird man sehen, man sieht dann hinten noch 4 bis 5 Gewindegänge. Damit kommen wir zur nächsten Schraube. Das ist die Schraube, die ist rot markiert. Und die wird immer dann eingesetzt, wenn man Kern ziehen möchte. Setzt also voraus, dass gelb eingeschraubt und wieder rausgeschraubt wird, grün rein und wieder raus und dann ist die rote. Bitte keinen Sprung machen von gelb auf rot. Und auch nicht versuchen, die rote direkt einzudrehen. Die kriegen eine Torsion beim Versuchen, die einzuschrauben oder können eine Torsion bekommen, reißen euch weg. Und wer schon mal so eine abgebrochene, bündige Schraube im Schließzylinder hat, glaube ich, weiß, davon ich spreche, dann wird es richtig teuer, weil die kann man in der Regel noch mit einem Vorlachmetallfräser rausnehmen. Auch hier die Einschraubtiefe wieder 27 mm maximal, heißt, man sieht von außen noch etwa 4 bis 5 Gewindegänge. Als letztes habe ich hier eine blau markierte Schraube, nennt sich bei uns Pitbull. Die Schraube bitte in Deutschland nicht einsetzen. Die Schraube ist auf den Markt gekommen, rein für den Schweizer Markt. Das heißt, in der Schweiz werden so eine Mischung aus Rundschließzylinder und Profilzylinder verbaut. Der hat einen Durchmesser von 22 mm. Da kann man so eine dicke Schraube bequem reinschrauben, ohne dass der Schließzylinder auseinanderplatzt. Macht man das bei einem europäischen Profilzylinder, der ist nur 17 mm Außendurchmesser, dann platzt der Kern auf, das Gehäuse auf und dann hat man letztendlich eine kontraproduktive Geschichte, würde ich sagen. Dann habe ich hier noch dazugelegt eine Unterlegscheibe, die passt von der gelben bis zur roten Schraube rein. Wenn man die Zifix-Glocke zum Arbeiten nimmt, ist es jetzt einem selber überlassen, ob man die Scheibe einsetzt oder nicht. Also wir haben festgestellt, mit Einsatz der Scheibe schont man zum einen das Werkzeug, was ja nie so schlecht ist, und zum anderen kriegen die Schrauben eine bessere Auflage zum Werkzeug. Also ich kann noch ein bisschen mehr Zugkraft reinnehmen, bevor die überlastet wird. Was wir jetzt hier auf die Schnelle machen konnten, war natürlich nur ein grober Einblick bezüglich der Schrauben. Auf den Seminaren gehen wir natürlich noch tiefer in die Materie ein. Was können die Schrauben, was halten sie aus, was sollten wir mit den Schrauben nicht machen? Wie müssen sie in den Schließkanal eingeschraubt werden? Lässt sich leider in der Kürze der Zeit hier nicht machen. Also dazu, wie gesagt, rate ich dann eventuell doch zu einem Seminar.